Guten Morgen. Das Wochenende sind wir auf dem Camping Moderatsch gewesen. Und ich habe bereits gefilmt, aber diesmal war ich ein bisschen sprachfaul. Und von daher versuche ich jetzt noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und zwar Freitag angekommen, schön die Sonne genossen, wirklich herrlich hier. Und dann ein bisschen laufen gewesen, kann man hinter zum Gletscher laufen, wunderbar. Und ursprünglich wollten wir direkt weiter ins Tessin, haben uns dann doch noch mal dazu entschieden, wir bleiben noch eine Nacht. Und wenn man zwei Nächte hier bleibt, kriegt man ein ÖV-Ticket für die Bahn und Busse, alles was hier rumfährt in der Nähe. Und die Chance haben wir genutzt und sind dann ab auf die Alp Grüm. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal jede Menge Bilder dazu. Reden werde ich nicht viel, aber ihr seht wunderschöne Berge. Zusammen. Das Wochenende sind wir auf dem Camping Moderatsch. Wir fahren jetzt mal mit dem Zug auf den Berg hoch. Ich habe den Namen vergessen. Klären wir später nochmal. Und das Coole ist, an dem Camping, wenn du zwei Nächte dort bist, kriegst du gratis ÖV-Ticket, kannst Zug fahren, Bus fahren. Sehr geil. Und genau das gerade im Winter ist echt richtig, richtig cool, um mal die Berge alle schön mit Weitsicht zu sehen. Keine Ahnung, ob ihr es hört, der Wind braust über den Berg. Wir sind jetzt auf Alp Grüm. Hansi, der hat mir einen guten Tipp gegeben, wo wir unbedingt mal essen sollen. Und was wir essen sollen, das werden wir jetzt probieren. Sehr geil, wir haben jetzt richtig gut gegessen. Große Empfehlung da oben. Danke Hansi für den Tipp, war sehr fein. Und wir drehen jetzt hier nochmal eine Runde, gucken uns noch ein bisschen um und dann geht's wieder mit dem Zug zurück ab zum Camping.
die Seite runter zu mit dem Zug ist viel, viel geiler zum Filmen, zum Fotografieren. Herrlich, es lohnt sich unbedingt. Echt mega schön. Krass, auf einmal ist Schatten. Nicht allzu selten in den Bergen ist eher so, man läuft und dann verschwindet die Sonne hinter den Bergen und obwohl noch irgendwie am Nachmittag ist, ist schon wieder Schatten. Übrigens, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich öfters auf dem Campingmotorrad war. Bisher immer mit dem VW-Bus und neu mit dem großen Kastenwagen. Und was jetzt bald kommt, ist mal ein Vergleich zwischen einem VW-Bus, einem California und so einem großen MAN oder VW Crafter oder Sprinter, wie auch immer man sagen will. Wenn euch was Spezielles interessiert, schreibt es unten in die Kommentare und ich werde euch dann Antwort dazu geben im nächsten Video. Hast du da? Naja, ich habe heute Morgen ein Eichhörnchen gesehen beim Frühstücken aus dem Bus, ein Eichhörnchen und das springt jetzt ein paar Nüsse. Und wir haben Sonntag, wir packen jetzt den Bus zusammen und fahren jetzt nochmal wie geplant ab ins Tessin. Sind wir im Tessin. Genauer gesagt in Lugano. Wir haben es auf dem Camping, TCS Camping niedergelassen. Und ja, jetzt haben wir gerade noch den Sonnenuntergang erwischt. Den gucken wir uns jetzt mal genau an. Einfach herrlich. Übrigens haben wir gerade mal 10 Grad Unterschied. Wir haben hier gerade plus 10 Grad. Das ist sehr geil. Wow, wir sind jetzt daher, haben einen Platz gefunden und haben es genau pünktlich zum Sonnenuntergang geschafft und es ist einfach echt, echt wunderschön hier. Richtig, richtig schönes Örtchen gefunden. Hier waren wir noch nie, ich zumindest noch nicht und wirklich, wirklich hübsch. Bin gespannt, wie es im Sommer ist, in der Hochsaison, wahrscheinlich gnadenlos überlaufen, aber es interessiert uns jetzt ziemlich wenig. Wir bleiben jetzt die nächsten 2-3 Tage hier. Und genießen die Zeit noch ein bisschen. Euch schönen Abend. Tschüss zusammen.